auf select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Endstand für Bundesliga 7, 0:1. Ricardo, zurück auf deiner alten Wirkungsstätte beim SV Spielberg. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, also ich muss sagen, es war ein zerfahrenes Spiel. Bei uns hat man gemerkt, dass wir etwas müde waren heute. Wir hatten ja Mittwoch unter der Woche ein Spiel, was sehr, sehr anstrengend war, wo wir sehr viel Aufwand betrieben haben. Das hat man heute, denke ich, gesehen. Wir wollten kompakt stehen. Wir wollten länger am Ball bleiben, nicht auch Ruckfußball spielen heute, weil die Kräfte heute einfach nicht da waren. Ja, ich finde, in der ersten Halbzeit haben wir es noch ganz gut unter Kontrolle gehabt. Gehen 1-0 in Führung, hätten dann noch das 2-0 und 3-0 nach Kontern machen müssen, sage ich. Haben wir nicht gemacht und dann weiß man, wie es ist. Irgendwann wird es dann auch vielleicht bestraft, aber ja, auch in der zweiten Halbzeit haben wir eigentlich wenig zugelassen. Aber nach vorne ging dann gar nichts mehr bei uns und ja, es war dann ein Hau-Ruck-Spiel. Viele Fehler auf beiden Seiten und ja, am Ende dann, denke ich, geht es 1-0 in Ordnung. Hat es für dich eine besondere Bedeutung gehabt, das Spiel, zumal du ja letzte Saison und davor beim SV Spielberg gespielt hast? Ja, natürlich. Es ist immer was Besonderes, gegen den Ex-Club zu spielen, gegen alte Freunde. Von dem her, es ist immer, wie gesagt, was Besonderes, aber in den 90 Minuten, da kennt man dann keine Freunde und möchte das Spiel natürlich gewinnen. Was für Aufgaben liegen jetzt bei euch? Ja, wir spielen jetzt schon wieder am Freitag zu Hause gegen Reutling. Reutling steht vorne. Die wollen ihr Spiel natürlich gewinnen, aber jeder weiß, in Nöttingen ist es nicht einfach zu gewinnen. Und wir wollen natürlich die 3 Punkte in Nöttingen behalten. Und mittelfristig, was für Ziele verfolgt ihr? Ja, wir wollen gucken, dass wir schauen Spiel für Spiel. Wir wollen vorne dranbleiben. Wir haben jetzt die letzten 2 Heimspiele verloren, beziehungsweise das letzte Unentschieden gespielt, die davor verloren. Ja, wir wollen unser Heimspiel auf jeden Fall gewinnen. Wir wollen vorne dranbleiben, das ist ja klar. Letztendlich schauen wir Spiel zu Spiel und hoffen, dass wir am Ende dann so nah dran sind vorne, dass noch was drin ist. Ricardo, vielen Dank für das Interview und viel Erfolg. Ja, ich danke auch. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.